Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche sind wir in einer Gemeinde und treffen dort inspirierende und interessante Menschen. Diese Woche sind wir in der Marktgemeinde Pöttmes. Pöttmes liegt am südlichen Ausläufer des Donaumooses im Landkreis Eichach-Friedberg. Wir haben dort natürlich das Schloss Pöttmes besucht, waren in einer ganz traditionellen Gerberei und bei einer Retriever-Zucht. Und schauen Sie mal, wen wir heute aufgestöbert haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Leute hier in Pöttmes haben mir gesagt, ich muss den Werner besuchen, weil der hat einen ganz besonderen Verein gegründet. Und den treffe ich jetzt hier in seiner Druckerei und dann will ich wissen, was der für einen Verein hat. Mhm. Werner? Ja, servus. Ja, hallo, servus. Die Sophia. Na, Werner. Schönes Reich hast du hier. Was machst du alles? Ja, also ich mache eigentlich, mache ich alles, was man heute so braucht. Aha. Ich sage halt immer, ich mache alles, bloß nichts zum Essen. Heute und ja, mein. Also was heißt denn alles? Also Plakate? Von Plakaten, Visitenkarten, Broschüren. Ah, wirklich? Kataloge wahrscheinlich? Kataloge, Prospekte. Aha. Okay. Und das heißt, du hast hier schon immer deinen Betrieb, oder? Wie lange gibt es den hier schon? Also eigentlich gibt es uns schon seit 140 Jahre sowas. Ach, Mann. Schon vom Vater auf den Sohn. Aha. Also bist du schon, was ist das dann schon? Vierte Generation? Ja, sowas, genau. Wow. Und ist da auch noch, das schaut doch schon so aus, als hättest du noch richtig alte Maschinen. Ja, freilich. Das ist jetzt ein kleine Offset. Dann hier halt noch digital und dann hinten noch die alte Buchdruck, die mein Vater damals noch neu gekauft hat. Die da hinten. Also das heißt, von welchem Jahr ist die dann? Ja, so alt ist die nicht. Also ja, was heißt alt? So Baujahr 70 rum ist die. Wow. Man gedruckt wird jetzt da nicht mehr viel dran, aber halt so, da macht man Stanzungen, Perforierungen, Nummerierungen und so Sachen macht man da drauf. Das kann die noch? Das kann die, ja. Kannst du mir das mal zeigen? Wie hört denn sich das an, wenn die an ist? Ich finde, das sieht so aus, als würde man denken, da bewegt sich jetzt gleich alles. Ha? Man, das ist ganz schön leise eigentlich. Ja, das ist jetzt nur der Motor. Aha. Die ist vor dem Krieg schon so gebaut worden. Da hat sich halt dann einmal ein bisschen an Schutz oder was geändert, aber ansonsten. Und jetzt zeig mal. Aha, was ist, was hast, warum tust du das jetzt runter? Das ist, da ist also eine Art Sicherung eingebaut. Ah, das funktioniert nur, wenn das nur unten ist. Das funktioniert nur so. Mhm. Können wir jetzt schnell was stanzen? Mhm. Hey. Nimmt jetzt einen Bogen. Ja. Ach komm, da passiert ja richtig viel. Jetzt kann man das praktisch anschauen, ob das so passt. Jetzt hast du da leichte Dinge drin, ja. Ja. Jetzt geben wir das ein bisschen mehr. Also du willst, dass es jetzt richtig durchgeht eigentlich. Ja, genau. Mhm. Das macht dann einen Rumpser. Na gut. Okay. Ach schön. Und dann sind die ganz schön ausgestanzt. Ah, das kannst du jetzt durchlaufen lassen. Das kann man auch durchlaufen lassen. Das ist ja ein Wahnsinnsding, was das kann. Ja, also da macht man halt auch so Einleger. Ach so, also da kann man dann alle Bogen. Formen machen eigentlich. Ja, genau. Super. Habe ich schon wieder was gelernt. Aber jetzt zeig mal, jetzt will ich was über deinen Verein wissen. Oder was heißt, ihr habt den ja wahrscheinlich zu mehreren gegründet, oder? Ja. Weil da hinten, da ist schon so verlockend, da weiß man doch schon, um was es geht, gell? Ja, man, die habe ich jetzt bloß einmal hergeholt zum Durchschauen, zur Durchsicht, was da alles gemacht werden muss. Weil ihr habt, die laufen jetzt, wie nennt ihr nicht. Euch Oldtimer-Freunde Pöttmes, oder? Wir nennen uns Oldtimer-Freunde Pöttmes. Und wie ist das entstanden? Das ist entstanden schon vor 25 Jahren. Der Schropfredl und ich haben einen Flohmarkt damals organisiert in Pöttmes am Marktplatz drin. Und da haben wir gedacht, wir müssen mal was dazu tun und haben halt dann ein Oldtimer-Treffen dazu organisiert. Ah, aha.
Und es hat, weil du immer schon irgendwie leidenschaftlich, weiß ich nicht, hast irgendwas Altes, hast eben was Altes rumstehen gehabt, oder? Ganz genau. Also wir sind auch damals schon Oldtimer gefahren. Ah, okay. Mhm. Und nach ein paar Jahren ist es immer größer geworden und somit haben wir eigentlich einen Verein gründen müssen. Mhm. Und mittlerweile sind es ja schon fast an die 1000 Fahrzeuge. Ach, mit einem Haufen Dinge. Sie sind mitten im Marktplatz drinnen. Schön. Immer am ersten Sonntag im September. Mhm. Und wie viele Mitglieder dann mit 1000 Fahrzeugen? Ja, also Mitglieder sind wir am Verein so an die 100 Mitglieder. Oh. Ach so, und die hat ja jeder 10 Fahrzeuge eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Also wir sind da sehr, sehr gemischt. Aha. Die einen sind nur Traktoren, die anderen Moped, die anderen Autos. Aha. Und es ist ja auch noch so, die ganze Oldtimer-Hobby teilt sie natürlich auf in Schrauber und in Fahrer. Ah, also sind da auch wieder mehrere. Ja, verstehe. Da und wir haben ja auch etliche, die gar kein Fahrzeug haben, die wohl eigentlich nur daran interessiert sind. Mhm. Okay, aber dann schauen wir uns doch jetzt mal deine Schätze ein bisschen an, die zwar im Winterschlaf liegen, aber wir finden sie schon irgendwo. Wir machen aber erst eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Von der Druckerei Schlägel, die ein richtig alteingesessener Familienbetrieb ist, gehen wir jetzt mit Werner zu seiner anderen, ganz besonderen Leidenschaft, den Oldtimern. Aber Werner, wenn du sagst, es gibt die Schrauber und die Fahrer, was bist du dann? Ja, ich bin natürlich auch beides. Schon. Aber du kannst die auch wirklich schrauben und zusammensetzen und so weiter und du werkelst darum. Ja, schon, aber es hat natürlich auch Grenzen, wo ich dann lieber dann zu einem anderen gehe. Zum Kfz-Mechaniker, der es gelernt hat. Der muss halt einfach schon länger machen. Ja. Und dahinter ist jetzt was versteckt, oder wie? Ja, genau, da sind jetzt ein paar Motorräder drin. Ei, vollgestellt. Was hast du denn da alles? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ja, also es fängt hier an mit einem 250er Herkules. Aha. So Baujahr 55, 56. Und die fährt die zum Beispiel noch? Die fährt, ja. Mhm. Man jetzt im Moment ist natürlich alles jetzt eingewintert. Mhm. Dann habe ich hier 250er NSU, OSL, so 52er Baujahr. Aha. Dann kommt da mein ältestes, das ist ein Herkules, Baujahr 28. Wow, die wird ja bald 100. Die wird bald 100, ja, genau. Und die würde auch noch fahren, oder nicht? Die fährt. Echt? Die fährt. Das heißt, du machst da wirklich noch Ausflüge damit, so ja, im Sommer? Ja, da fahre ich ab und zu mal auf ein Treffen oder sonst was. Mhm. Aber da bist du dann wirklich der Exot mit dem Teil, oder? Ja, natürlich. Also ich mag natürlich am liebsten diese Fahrzeuge, die andere nicht haben. Ja, und das wäre so eins, oder? Das wäre zum Beispiel so eins, weil ich möchte jetzt auch nicht auf ein Treffen fahren, da wo vom gleichen Fahrzeug 10 Stück ja, dort sind, sondern... Das hat einfach ein bisschen was Besonderes. Ist. Aber wenn du jetzt mit Motorrädern bist, hast du hauptsächlich Motorräder? Oder wie ist das bei euch aufgeteilt mit den Mitgliedern? Ja, also wir haben bei unseren Mitgliedern, die haben teils haben Traktoren, teils haben Autos, Zweiräder, auch Fahrräder. Ist alles erlaubt? Ist alles erlaubt. Wir haben auch sehr viele, die gar nichts haben, die halt nur interessiert sind dran. Aber ich bin einer von denen, die ja, so eigentlich fast alles haben. Was hast du denn da noch stehen? Das ist ein alter Stationärmotor. Was heißt das, stationär? Sowas war zum Beispiel bei den Bauern gestanden. Die haben dann ihre Dreschmaschinen, Wasserpumpen, Heuaufzug mit sowas dann angetrieben. Und warum hast du das? Weißt du, das auch das wollte man einer entsorgen und ich komme mich da nicht. Da kann ich nicht Nein sagen. Du findest dann auch manchmal Sachen, wo du sagst, oh, das musst du jetzt aufheben. Ja, darum steht es eigentlich nur frech von dort. Und was, hast du im nächsten auch noch was? Ja, da steht dann natürlich mein, mein Auto, da. Mein schön. Opel P2 Caravan. Der schaut aber schön aus. Mit dem fahre ich eigentlich am öftesten. Aha. Aber im Winter nicht, auch nur so ein Sommerfahrzeug, oder? Ist auch nur ein Sommerfahrzeug, ja, ist jetzt auch gerade eingewintert. Mhm. Welcher Jahrgang ist der dann? Das ist ein 61er. Aha, toll. Den habe ich jetzt auch schon, ja, schon über 20 Jahre habe ich den schon. Und habe den auch als Alltagsfahrzeug einmal eine Zeit lang genützt, weil einfach auch wunderbar Platz ist innen drin. Stimmt. Also das heißt, du hast hier jetzt die Motorräder, Autos und einen Traktor hast du auch noch, oder? Einen Traktor habe ich auch noch. Dann schauen wir uns den auch noch an. Ja, den können wir uns auch noch anschauen. Ah ja, aber wenn man so Fan ist von so großen Sachen, da braucht man
viel Raum, oder? Da braucht man natürlich einen Platz und darum ist bei mir ja jede Hütte voll. Das was ist jetzt da? Ja, eben. Ein Kramer. Was ist das für eine Firma? Ja, wenn du mir das erklärst, wo ich keine Ahnung habe. Ja, damals in den 50er hat es ja sehr viele Traktorenhersteller gegeben. Aha. Oft waren sie auch bloß Landmaschinenmechaniker, die halt dann aus verschiedenen Komponenten dann Traktoren gebaut haben. Aha. Also alles so deutsche kleine Firmen waren das dann? Hat es ja sehr, sehr viele gegeben. Mhm. Und das war so eine Kramer? Das war eigentlich, hat es den sehr lange gegeben. Die haben halt dann so Kommunalfahrzeuge und sowas dann später gemacht. Mhm. Aber so haben sie halt dann angefangen. Mhm. Aber zum Teil ja auch noch gleich nach dem Krieg mit Verdampfermotoren und sonst was. Und das ist halt jetzt ein normaler kleiner Arbeitsbullock von gewesen, das, was halt die Bauern dann damals sehr viel gehabt haben. Aber mit dem fährst du jetzt auch zu Oldtimer-Treffen? Mit dem fahre ich auch, ja. Und hast du den auch rumgeschraubt? Den haben wir auch rumgeschraubt, freilich. Das muss man mit jedem drum machen, was man kriegt. Das muss man mit jedem drum machen, weil wenn das Ding einmal richtig perfekt läuft, fehlt eigentlich nicht mehr recht viel. Weil so. Das hat damals ja auch ewig aha. halten müssen. Und arbeiten müssen sie ja in dem Sinn ja nicht mehr. Mhm, also man geht pfleglicher ja jetzt um. Mhm. Also halten die auch. Also, ja. Und ich finde nach wie vor, das Oldtimer-Hobby ist eigentlich ein relativ günstiges Hobby. Weil man doch ein gutes Fahrzeug bekommt. Und wenn man darauf aufpasst, hebt es immer sehr lang. Ja klar, das ist ein Oldtimer. Aber es ist auch so, das bessere Fahrzeug ist auch meistens auch der bessere Kauf. Ja. Also Werner, danke. Und wenn wir dich im September dann beim Oldtimer-Treffen besuchen, dann hören wir auch den Sound dazu wahrscheinlich, gell? Und dann ja, freilich. Aber ich kann natürlich nicht mit allen reinfahren. Ja, einer reicht ja. Also danke, dass wir da sein durften. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Das war's hier aus Pöttmes. Schalten Sie morgen wieder ein. Wiederschauen. Heimatgeschichten wurden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg.